Ja, wir schauen uns mal die Analyse an, mal gucken. So, wir haben das erste Battle soweit überstanden und es wird Zeit, das neue Wertungssystem auszuprobieren. Ihr werdet sehen, dass es viel einfacher und gar nicht so scheiße ist, wie ihr denkt. Zuerst bekommt Fortune einen Strafpunkt, weil er 3 Stunden zu spät abgegeben hat. Oh, okay, das ist natürlich scheiße. Ja, okay, kacke. Das habe ich mir nicht gerade ausgedacht, sondern das wussten alle Teilnehmer seit Wochen. Bei 7 Punkten kann ich nur einen abziehen, egal ob es 5 Minuten oder 5 Stunden sind. Es gibt keine halben oder Viertelpunkte. Ich hätte nie damit gerechnet, dass irgendjemand... Ja, vor allem ist das ja richtig, ist ja ein großer Abzug. Es gibt ja nicht mehr so viele Punkte. So ein Punkt tut da schon weh. Man diese ultraharte Strafe riskieren würde, aber Fortune macht es natürlich direkt im Eröffnungsbattle. Gucken wir uns mal das User-Voting an. Das ist ziemlich ausgeglichen. Ich will beim User-Voting nicht auf 3 Stellen hinter dem Komma die Prozente auseinanderfriemeln für ein Unentschieden und ich denke, dass ein Maximum von 3% Unterschied bei diesen riesigen Like-Zahlen noch locker als ein Unentschieden durchgehen sollte. Bei Fortune und Lasker liegt der Unterschied sogar bei unter 2%. Die Community ist sich im Großen und Ganzen sehr uneinig darüber, wer dieses Battle gewonnen hat. Deswegen kriegen beide einen User-Vote-Punkt. Ja, das finde ich auch okay. Das Video. Beide Videos sind auf einem sehr ähnlichen Niveau. Wir haben hier nicht den ultimativen Überschritt, aber technisch durchaus solide Videos. Ich vergebe auch diesen Punkt an beide. Bis jetzt kann ich komplett mitgehen mit das, aber ich bin gespannt, wie er es mit dem Punchline sieht. Flow. Fortune ist nicht immer ganz on point und das ist mir ein bisschen zu lasch eingerappt. Das klingt im Gegensatz zu No Problem Houston oder seiner legendären Runde damals gegen Kaijin etwas eierlos und weichgespült. Hey, fand ich gar nicht. Ich fand, das war doch voll lässig so. Er hat halt so ein bisschen diesen arroganten Laid back mehr, ne? Aber ich fand das okay. Hat mich nicht gestört und Probleme mit dem Takt habe ich jetzt auch nicht rausgehört. In Sachen Flow liegt Lasker klar vorne. Er rappt sehr exakt on point. Sein Double Time ist weitestgehend verständlich. Es ist hart eingerappt. Flow-Variation ist vorhanden. Technik. Lasker hat hin und wieder... Okay, er gibt da alleine den Punkt. Boah, hätte ich jetzt gar nicht gemacht. Also weil, ja, Lasker hat halt, ne? Der hat ja mehr geflowt. Aber für mich waren beide geil anzuhören, so, das ist für mich am Ende entscheidend, aber okay. Mal einen brauchbaren Reim drin, er ist aber nicht konstant, hat Zweckreime und teilweise richtig peinliche Aussetzer, wie beispielsweise Dödelsacker auf Möbelpacker. Fortune ist technisch gut und... Finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Also, Dödelsacker, ja, kann man, ja, wenn der Punch am Ende geballert hätte, hätte ich... Ja, okay. Vor allem konstant, er hat keine Wow-Reime, aber auch keine Was zum Teufel ist das denn für eine scheiße Reime? Die Technik steht bei ihm nicht im Vordergrund, aber sie ist vorhanden. Kommen wir zu den Punchlines. Ich fand insgesamt keine einzige richtige Zerfickungsline in beiden Runden. Also wenn ich Lasker oder Fortune wäre, dann würde ich mich nicht gedisst, sondern gestreichelt fühlen. Ja, okay. Ja, keine Zerfickungsline würde ich zustimmen. Also da war jetzt nicht irgendwie so ein richtiger Sargnagel dabei. Aber ich finde, es gab schon einige, ne? Also Tunes Runde hat mich schon hier und da auf jeden Fall zum Schmunzeln gebracht. Und von dem her, also es klingt gerade so, als würde er beide auf eine Stufe stellen und ich finde, das haut gar nicht hin. Also er will, also gerade klingt es so ein bisschen so wie, ne, ja, beide haben nicht so krass abgeliefert, fertig. Weiß ich nicht. Also für mich ist da klar der Tune vorne gewesen. Lasker fand ich gut, dass er meint, dass Fortune nur wegen mir damals gewonnen hat, aber das gab's im King-Finale vom Schwamm auch schon in besserer Form. Außerdem, dass Fortune mit Darso in einem Interview eklig rumgeleckt hat und die Line mit dem Gaylord hinten drin stecken wie Mr. Zylinder, dass Fortune nur durchs Crow-Haten bekannt ist und auch nicht schlecht fand ich die allerletzte Line. Und deine Crewmember Dollar John, ja? Er bekam die Idee für seinen Namen, als er gerade deine Mutter geballert hat und die Note schrie, bitte fick mich Dollar John. Fand ich eher unangenehm, bin ich ehrlich. Also ich fand die Line eher unangenehm und die Lines, die er aufgezählt hat, gerade, das waren alles oder zum großen Teil die Lines, in denen ich so meinte, ja, finde ich die Ansätze gut, aber ich fand sie halt nicht gut verpackt. Also ich fand sie nicht gut aufgebaut. Am allerbesten fand ich aber die King of Queens Line in der Hook. Doug Heffernan von King of Queens ist fett und verteilt Pakete. Das bezieht er auf sich als Packung von einem Fettsack. Damit hat er ganz gut ein paar Lines von Fortune im Voraus gekontert. Doug, was bist du tun? Außer dir nur Kacke aus den Fingern ziehen. Du bekommst von dem Fettsack jetzt eine Packung wie bei King of Queens.
Das war auch die war nice, ja. Laska fehlt es aber leider auch oft an der Delivery und 95 Mal den Beat auszumachen, damit die Punches besser kommen, muss auch nicht immer sein. Neben dem guten Kram labert er außerdem noch eine Menge Scheiße. Unter anderem irgendwelches Merlin- und Hogwarts-Gelaber wegen Fortunes Zauberkram und der Double Time am Ende ist natürlich auch nicht sehr gehaltvoll. Insgesamt bringt er viel mehr, als ich erwartet hatte, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Fortune ist ein JBB-Veteran, seine Battle-Routine ist natürlich ein großer Vorteil. Es gibt viel Fettgelaber, manchmal okay, manchmal geht so. Fett als Angriffsfläche gab es aber vom Schwamm auch schon mal in besserer Form. Ja, okay, das stimmt natürlich. Was ich nicht schlecht fand, war die Line mit Laskas Text. Ich hab noch nie so viele Fehler in dem Text gelesen. Ich glaub, dein Vater muss dir öfter mal die Rechte geben. Oder das mit dem Rauchen. Oh, wie cool, in deinem Clip wurde Season geraucht. Welcher Verantwortungslose hat dir die denn verkauft? Ja, ich finde beide, also die beiden Lines, finde ich besser als alles, was Laska gemacht hat. Von dem her müsste das schon, also mindestens einen Punkt mehr geben für Tune. Mindestens. Er bezeichnet ihn außerdem noch durch die Blume als Inzestvergewaltigungsopfer seines eigenen Großvaters. Fortune battelt, wie man es von ihm gewohnt ist, aber hat leider ziemlich wenig Gegnerbezug und bringt keine richtige Zerfickung zustande. Das liegt aber auch daran, dass immer der Gegner den Diss macht und über Laska gibt es fast nichts zu wissen, weil... Ich fand, Gegnerbezug war doch da. Also jetzt nicht unbedingt tiefer, also jetzt nicht so krass inhaltlich tiefe Lines, aber das, also ich konnte mit den meisten Sachen was anfangen. Ne? So ein bisschen Fettengelaber, bisschen, was er für komische Anglizismen in seine Texte packt und wie stumpfsinnig die Texte sind. Da war doch, also das waren auf jeden Fall Angles, die man gegen den Laska kicken konnte. Weil er im Moment noch ein Niemand ist. Andersrum kann man über Fortune schon längst Bücher schreiben. Das ist beim Battle immer der Vorteil für den Newcomer und der Nachteil für den Oldtimer. Sorry, aber das haut doch gar nicht hin. Er hat zwar recht, dass es oft so ist, aber in dem Fall auf keinen Fall, weil obwohl Laska es leichter hatte gegen den Tune und man gegen den Tune ja wirklich, da hätte man schon einiges kicken können, war es trotzdem schlechter, also ist es ja da nicht der Fall gewesen. Aber selbst wenn man das alles berücksichtigt, bleibt Fortune weit unter seinen Möglichkeiten. Er sagt beispielsweise in einer Zeile, dass... Nein, es haut gar nicht hin. Es haut null hin. Was erzählst du für einen Scheiß? Es haut gar nicht hin. Er will gerade sagen, dass in Laska es viel einfacher hatte gegen den Tune, weil Tune ja der Bekanntere ist. Ja, aber Laska hat reingeschissen, obwohl das der Fall ist. So, und er sagt jetzt so, ja, aber Tune hat es auch schwerer, weil das, guck mal, diese ganze Argumentation würde Sinn machen, wenn Tunes Runde punchline-technisch weitaus schlechter oder vielleicht auf einem gleichen Level wie Laskas, aber das sind Welten, finde ich. Von dem her finde ich das völlig unsinnig, das hier gerade zu erwähnen, weil Tune war trotzdem weitaus besser für mich. Also punchline-technisch. Laska Spongeboss für Arme ist keine schlechte Aussage, aber man hätte da viel mehr drauf rumhacken und ihn als übelsten Biter darstellen können. Das hätte für mindestens 8, wenn nicht sogar 16 Zeilen ausgereicht. Laska ist noch etwas Battle-unerfahren und verpackt nicht immer alles optimal. Und Fortune scheint hier nicht alles gegeben zu haben, aber ist in seiner Routine einfach etwas konstanter und seine Runde hat insgesamt mehr Punchlines. 2 Punkte Fortune, 1 Punkt für Laska. Kommen wir zum letzten Punkt. Fortunes Runde ist... Ja, gut, er hat 2 gegeben, 2-1. Ich hätte wahrscheinlich sogar 2-0 gegeben. Ja, weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen hart. Aber also ich fand, aus der Laska-Runde war halt fast nichts rauszuholen, lines-technisch, oder? Ist in Sachen Technik um einiges und in Sachen Punchlines etwas besser. Die Video. Ja gut, aber man muss sagen, Julian war da schon immer, ne, also damit er 0 Punkte gegeben hat, musste schon viel passieren. Aber gut, okay. Die Videos sind ungefähr gleichwertig. Ich finde seinen Beat und wie er rappt im Vergleich zu Laska ziemlich langweilig. Die Audioqualität lässt auch zu wünschen übrig. Fortune dachte wohl, dass er Laska locker zerficken würde. Laskas Runde hört sich besser an, er float besser, sein Beat sagt mir mehr zu, aber in Sachen Battle-Rap und Technik zieht er bei Fortune den kürzeren. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder ganz klar Fortune oder ganz klar Laska gehört. Ich finde, es ist überhaupt nichts klar. Insgesamt sehe ich keinen eindeutigen Sieger. Niemand. Also Leute, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist es schon so... Also ich hätte Tune weitergesehen, so im Gesamteindruck. Wie seht ihr das denn, das Ganze? Bin ich da alleine mit? Also für mich war Tune da stärker. Niemand wurde so richtig zerstört. Beide haben mich nicht auf ganzer Linie überzeugt. Deswegen bekommt von mir auch keiner einen Extrapunkt. Und damit haben wir direkt das erste Unentschieden. Es gibt also vorerst keinen Sieger, sondern eine Rückrunde. Das bedeutet, beide rappen auf den Beat ihres Gegners und versuchen die jeweilige Hinrunde auszukontern. Wie bereits angekündigt, kommt morgen um 18 Uhr Entertainment gegen Vocal. Und mal gucken, wer dann nächste Woche dran ist. Das K-Element. Gary Washington. Fight.
Ja, okay, aber ihr habt natürlich recht. Tune hat zu spät abgegeben. Ja, klar, klar. Ja, gut, das kann ich natürlich jetzt hier nicht so mit, habe ich jetzt nicht so einfließen lassen. Ne? Wenn man das noch so mit reinnimmt, okay, ja, dann ist es vielleicht doch okay. Ja, für mich wäre es Tune gewesen, aber gut, der hat zu spät abgegeben, hat Minuspunkt. Das macht bei der Punktzahl natürlich, tut da extrem weh. Ja, gut, ja, dann muss es halt eine Rückrunde geben. Nee, also ich finde jetzt auch nicht, dass Tune abgerissen hat. Also der hat mich jetzt auch nicht umgehauen, hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen, aber trotzdem wäre für mich das trotzdem ein recht eindeutiges Ding gewesen. Ich finde es nicht, das war so ganz knapp Tune, so für mich war das, ja doch, also Tune hätte ich da auf jeden Fall weitergesehen. Aber okay, zu spät abgegeben, ein Punkt, bei 4-5 Punkten ist das halt, ne, 20%, das ist halt, das tut weh. Ich hätte auch bei beiden einen Punkt gegeben für Flow, weil das war für mich beides völlig gut anzuhören, waren halt beides völlig verschiedene Beats, von dem her, ja, sehe ich da nicht einen vorne. Und punchline-technisch war für mich der Unterschied auch größer.